Markus Müllbrand von der Firma Leki, ihr testet die Stöcke bei euch in der Firma ziemlich umfangreich. Was sind die Vorteile daraus für einen Käufer? Also generell beschäftigt sich Leki schon mit der Produktion der Alpinstöcke seit über 60 Jahren. Seit über 35 Jahren speziell mit den Trekkingstöcken fürs Berggehen. Und da ist es eigentlich sehr wichtig für die Kunden von uns, dass sie einen sehr sicheren Stock haben, dass sie in jeder Situation sich auf das Sportgerät verlassen können. Und somit ist so die Kontrolle Richtung Haltekraft, Richtung Komfort und Sicherheit eigentlich bei uns ganz groß geschrieben. Wo liegen die größten Unterschiede zwischen einem Marken- und einem Discountstock? Also durch das, dass wir uns sehr lang schon mit dem Thema Stöcke beschäftigen in unserer Firma, haben wir ein technisches Baukastensystem, wo eben die Produktgruppen vom Alpin, Nordic Walking, Trekking und Langlauf sehr stark in unsere Entwicklung mit eingehen. Also technische Erneuerungen, Innovationen, die versuchen wir natürlich auch auf andere Bereiche zu transferieren. Letztendlich ist es im Markenstock bei uns von Leki eigentlich extrem wichtig, dass er einen guten Griff hat, weil wenn man lang unterwegs ist, greift man sehr häufig, man greift häufig um, man hat eine Schlaufe, die eigentlich sehr bequem sein muss, die auch sicher sein muss. Also wir von Leki haben den Ergon-Griff entwickelt, das heißt also, ich kann verschiedene Griff- und Greifsysteme während der Tour gehen, das ist natürlich ein erhöhter Komfort für mich. Auch die Schlaufe ist sehr gut gepolstert, lässt sich Längen verstellen, einstellen und wenn man mal stürzen sollte, löst die Schlaufe aus. Ich komme auch schnell aus dem Stock raus, wenn ich in einer kritischen Situation bin. Also das ist bei uns sehr wichtig. Wie gesagt, der Griff, der ist eigentlich ein langer Begleiter. Man hat ihn mehrere Stunden an der Hand, da darf keine Druckstelle sein. Es müssen runde Kanten, es dürfen keine Kanten sein, es müssen runde Formen sein vom Griff letztendlich. Also das ist im Griffbereich das Wichtigste. Discountstöcke hingegen haben eigentlich eher einfache Griffe, teilweise von den Materialien sehr abenteuerlich, die eben nicht den Schweiß absorbieren, die eben nicht richtig in der Hand liegen. Sie haben eine Kunststoffschlaufe hinten, wo Druckstellen geben könnten. Auf den ersten Hinblick mag es erstmal gar nicht so schlimm sein, aber wenn man wirklich mehrere Stunden unterwegs ist, dann kann man sich Blasen laufen oder man rutscht ab und man hat einfach keinen sicheren Halt in dem Bereich. Der zweite große Unterschied liegt in den Rohren selbst. Wir verarbeiten Rohre der hochfesten Kategorie der Aluminiumlegierungen. Wir härten die selber, das ist eigentlich ein großes Plus an uns. Wir können verschiedene Qualitäten im Rohrbereich anbieten. Das andere ist, dass wir auch unterschiedliche Rohrdurchmesser anbieten, das heißt speziell abgestimmte Rohrkonstruktionen von 18, 16, 14 mm. Für Leute, die eigentlich sehr robust wandern gehen, die ein bisschen mehr Gepäck haben, einfach mehr Stabilität und mehr Reserven brauchen, aber auch dünnere Rohrdurchmesser, wie aus unserer Ultralight-Serie, wo eben etwas kleinere Leute, die auf Gewicht achten, eigentlich da ganz gut bedient werden. Bei den günstigeren Modellen ist es meistens so, dass es immer eine Konstruktion ist, die nicht speziell abgestimmt ist auf die Bedürfnisse der Wanderer oder Trekker. Und zum anderen verwenden die teilweise Aluminiumlegierungen, die nicht hochfest sind. Und somit ist das ein ganz großes Sicherheitsproblem. Wenn ich mal irgendwie stürzen sollte oder wenn ich irgendwie mal abrutschen würde, kann ich mich dann auf so günstige Stöcke einfach nicht richtig verlassen. Das zweite sind die Verstellsysteme. Die Trekkingstöcke sind alle dreiteilig, dass man sie verstellen kann. Bergauf als Steighilfe etwas kürzer, um die Neigung auszugleichen, genauso bergab etwas länger. Und wenn ich da größere Schritte mache oder wenn ich da mal ausrutschen sollte, brauche ich eigentlich auch einen Stock, der nicht nur vom Rohr sehr stabil ist, sondern auch vom Verstellsystem. Und da haben wir ein TÜV-geprüftes Verstellsystem, was 140 Kilogramm hält. Das heißt, man stützt sich 140 Kilogramm drauf, hat immer noch die volle Haltekraft. Genauso, wenn sich mal das Rohr lösen würde, dieses Segment, hat es immer noch die volle Haltekraft. Unsere Tests haben teilweise ergeben, dass die Discountstöcke nur 30 bis 40 Kilogramm halten und das ist eigentlich schon ein großer Unterschied zu den 140 Kilogramm, die wir in dem Bereich anbieten. Am Spitzenbereich auf den ersten Blick vielleicht kein so großer Unterschied, aber wenn man im Gebrauch ist, wenn man länger unterwegs ist, merkt man sehr schnell, dass wir eine Spitze entwickelt haben, die einen Hartmetalleinsatz hat. Der Hartmetalleinsatz ist nahezu so hart wie ein Diamant, also der arbeitet sich nicht ab, der hat immer einen punktgenauen Halt in dem Trekkingbereich, auf Felsen, auf Schotter oder wo auch immer und hat eigentlich auch eine Hartmetall-Fleckspitze eingearbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwo hängen bleiben sollte, neigt sich die Spitze um 30 Grad nach, ohne dass jetzt das untere Segment am Stock abbricht. Und das unterscheidet uns eigentlich auch von vielen anderen Herstellern und auch vom Discounter, dass man eigentlich in dem Bereich sehr viel Entwicklung reingesteckt hat und dass man eigentlich da ein sehr, sehr gutes Element entwickelt hat, weil das ist eigentlich schon der Kontakt von der Hand über den Griff, übers Rohr, dann unten zu dem Untergrund, auf dem man sich letztendlich bewegt. Generell ist es so, dass wir bei Leki eine 10 Jahre Nachkaufgarantie haben von alle Teile. Das heißt, wir können Griff,
Mittelteil, Unterteil, Spitze, Tellers, kann alles erneuert werden, wenn es mal irgendwann mal nach 15, 20 Jahren Gehzeit mal irgendwas auszutauschen sein sollte. Also da legt man auch so viel Wert drauf, dass die Stöcke möglichst lange halten, dass man da ich durch ein, zwei Teile, die man erneuern kann, wenn man Verschleiß vorlegt, dass man da ich wieder topmoderne Stöcke hat und auch sich lang drauf verlassen kann bei dem Bereich. Rechnen sich diese aufwendigen Testverfahren für Leki und für den Kunden? Also für uns rechnet sich das auf jeden Fall, weil wir entwickeln sehr viel. Wir versuchen jedes Jahr was Neues am Stockbereich zu entwickeln, eine neue Innovation zu bringen, was dem Kunden in seiner Sportart, egal ob es Skilauf, Langlauf, Nordic Walking oder Trekking, entsprechend weiterhilft, hebt uns natürlich auch vom Markt ab. Und dann kann sich auch der Kunde so gut drauf verlassen auf das Produkt. Insofern rechnet sich das für ihn, dass er ein sehr gutes Produkt hat. Und wir kennen mittlerweile viele Kunden, Skifahrer, Wanderer, die sagen, ich habe einen Trekkingstock von Leki und weil der so gut funktioniert, habe ich auch einen Skistock von der Firma oder Nordic Walker hat auch einen Langlaufstock von Leki, weil er einfach auf die Innovationen, Griffschlaufensysteme, aber auf die Fakts wie Haltekraft, TÜV-Siegel und so weiter sich drauf verlassen kann.